Auch 2023 bleibt die Open World der Dauerbrenner unter den Spielekonzepten. Vom kleinen Indie-Team bis zum großen Mega-Entwickler versucht sich die halbe Branche daran. Und deshalb bieten wir euch in diesem Video einen Ausblick auf die wichtigsten Open-World-Spiele für das neue Jahr. Viele der Titel, die wir gleich nennen, sitzen mit ihrem Release-Termin bereits fest im Sattel. Bei einigen kann man auf den Steam-Seiten aktuell aber auch einfach nur ein zaghaftes 2023 lesen. Doch selbst wenn einige Games noch auf 2024 oder später wandern, feststeht, auch 2023 wird wieder ein Jahr der offenen Spielwelten. Assassin's Creed Mirage. Den Anfang macht eine alte Traditionsreihe, denn auch 2023 darf wieder gemeuchelt werden. Ubisoft bringt mit Assassin's Creed Mirage nämlich den 13. Hauptteil der historisch inspirierten Mörderserie heraus. Diesmal schlüpft ihr in die Haut von Bassem Abnes Hall, einem Straßendieb aus Bagdad, den Serienfans schon aus Assassin's Creed Valhalla kennen. Mirage spielt jedoch gut 20 Jahre vor dem Wikinger-Abenteuer. Bassem kommt hier bei der Kriegerin Roshan unter und wird zum Meisterassassinen ausgebildet. Ihr dürft hier ein detailliert ausgestaltetes Bagdad erkunden, in dem ihr mit dem Blasrohr schießt, Säbel rasselt und sogar Minen einsetzt. Project S. Spielerisch ähneln sich viele Open-World-Titel dann ja doch. Mal gibt's ein bisschen mehr Action, mal überwiegen die Rollenspielelemente. Project S vom kanadischen Studio Lunark Studios stellt dagegen Rätsel in den Gameplay-Mittelpunkt. Allein oder gemeinsam im Multiplayer erkundet ihr eine mysteriöse, schwebende Inselwelt und knackt Kopfnüsse an jeder Ecke. Vom 3D-Labyrinth bis zum Logikpuzzle. Dabei entwirrt ihr eine geheimnisvolle Story über das Wesen, das euch Leben eingehaucht hat, und über die Rätselwelt an sich. Dune Awakening. Funcom arbeitet aktuell zwar auch immer noch fleißig an Conan Exiles, doch demnächst steht ein weiteres MMO mit Wüstensetting an. Der Publisher und Entwickler hat sich die Dune-Lizenz gesichert und schickt euch mit Dune Awakening in die Welt der Sandwürmer. I will face my fear. Hier kämpft ihr ums nackte Überleben, denn Awakening wird ein Survival-MMO. Ihr baut euren Unterschlupf zur mächtigen Basis aus, nutzt Flug und Fahrzeuge und schließt euch Fraktionen an im Kampf um die Herrschaft über den Sandplaneten Arrakis. Ashfall. Und direkt zum nächsten MMO. Im Shooter-Rollenspiel Ashfall hat's die Menschheit schwer. Erst haben sich die Maschinen gegen sie erhoben und dann gab's auch noch einen Atomkrieg. Doch nun sind die Überlebenden aus ihren Schutzbunkern zurück und finden die Erde zerstört vor. Optisch soll sich das Spiel an östlichen Traditionen orientieren, mit chinesischen Gebäuden und Bräuchen. Und für den Soundtrack wurde unter anderem Komponisten Tausendsasser Hans Zimmer verpflichtet. Spielerisch wird es verschiedene Klassen und Skills geben, die euch in den Third-Person-Coverballereien einen Vorteil verschaffen, während ihr die Überreste der alten Zivilisation erkundet. Project Grey. Das Open-World-Action-Spiel Project Grey stammt von nur einem einzigen Entwickler aus Korea. Ganz schön beeindruckend bei dieser Optik. Ihr steuert hier eine Figur namens Galasso, ein indigener Bewohner des Planeten Asirma. Dort landet plötzlich eine hochentwickelte Alien-Rasse, die Grey. Die verleihen eurem Protagonisten zwar ungeahnte Fähigkeiten, führen aber auch Übles im Schilde. Also sollt ihr die ungebetenen Gäste vom Planeten vertreiben. Einen aktuellen Demo-Bild des Spiels könnt ihr euch übrigens auf dem Discord-Server des Entwicklers herunterladen. Den Link dazu gibt's in der Videobeschreibung. Crimson Desert. Pearl Abyss wechselt die Farbe und das Genre. Denn nach ihrem Erfolgs-MMO Black Desert folgt jetzt Crimson Desert. Und das wird ein Singleplayer-Rollenspiel. Naja, fast. Hauptsächlich erlebt ihr hier eine Story-Kampagne in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, deren Quests ihr allein oder auf Wunsch auch im Multiplayer absolviert. Dabei seid ihr der Anführer einer Gruppe von KI-Söldnern, mit denen ihr Überfälle plant und eure eigene Basis aufbaut. Außerdem dürft ihr euch wohl auf gigantische Monster und ein stylisches Kampfsystem freuen. Hogwarts Legacy. Ursprünglich sollte Hogwarts Legacy ja noch vor dem Weihnachtsfest herauskommen, aber nach zwei Verschiebungen müssen wir uns nun noch bis Februar gedulden. Dafür gab es immerhin ein bisschen neues Gameplay-Material zu sehen, das unter anderem die detailliert gestalteten Innenräume von Hogwarts, den Duellunterricht und ein paar Quests zeigte. Die Gesichtsanimationen der Auftraggeber, also eurer Mitschüler, haben dabei aber noch nicht so ganz überzeugt.
Ansonsten macht die Zeitreise in die Vergangenheit von Hogwarts aber einen sehr spannenden Eindruck und gilt zumindest als eines der heiß erwartetsten Spiele des neuen Jahres. Marvel's Spider-Man 2. Während Insomniac's Spider-Man und das Spin-off Miles Morales 2022 endlich auf den PC kamen, wird beim Entwicklerteam schon fleißig weiter an der Fortsetzung gearbeitet. Die erscheint im nächsten Jahr aber erstmal exklusiv für PS5. Hier schwingen sich nun Peter Parker und sein Spinnenprotégé Miles gemeinsam durch New York und nehmen es mit Symbiontenbösewicht Venom auf. Die Arbeit an der neuen Doppel-Arachno-Action geht dabei Gerüchten zufolge gut voran. Code to Yin Yong. In der Open World von Code to Yin Yong dreht sich alles um chinesische Kampfkunst. Seinen Namen hat das Spiel von einem bekannten Autor des chinesischen Wuxia-Genres, auf dessen Büchern die Story basiert. Erzählt werden hier epische Geschichten über Schlachten und Ritter in der chinesischen Antike. So sieht man im Trailer einen Martial-Arts-Kampf mit einigen fantastischen Elementen. Erscheinen soll die Prügel-Open World schon in naher Zukunft. Was das nun aber genau heißt, wissen wir nicht. Atlas Fallen. Mit Atlas Fallen erwartet euch ein Fantasy-Rollenspiel von den The Search-Machern bei Deck 13. In der halboffenen Spielwelt dreht sich alles um Sand, denn die Helden können aus dem körnigen Zeug mittels Magie Waffen beschwören und liefern sich damit beeindruckende Fights gegen Monster. Inspiriert ist das Spiel von Action-Abenteuern wie God of War und Horizon Zero Dawn. Statt dem Souls-like-Modell von The Search gibt es diesmal zudem drei klassische Schwierigkeitsgrade. Statt stets ein bisschen unterlegen, sollt ihr euch diesmal vielmehr sehr mächtig fühlen. Wie in The Search dürft ihr aber weiterhin auf die Körperteile eurer Gegner zielen. Starfield. Der Release zum Skyrim-Jubiläum am 11.11.2022 hatte bei Starfield ja leider nicht mehr geklappt. Stattdessen erscheint Bethesda als heiß erwartetes Rollenspiel nun irgendwann 2023 und lockt mit großen Versprechen. Detaillierter denn je, 1000 besuchbare Planeten und. Die Story erinnert dabei an Mass Effect. Im Jahr 2330 entdeckt euer selbst erstellter Charakter ein Alien-Artefakt, das seltsame Visionen hervorruft. Als Teil der Forschergruppe Constellation wollt ihr nun noch mehr von den Dingern finden und begebt euch auf eine Abenteuerreise durchs All. Dabei fliegt ihr euer eigenes Raumschiff, scannt nach Crafting-Ressourcen oder richtet eure eigene Behausung ein. Außerdem wird es actionreiche Raumschiffschlachten geben und natürlich auch klassische First-Person-Kämpfe mit Nah- und Fernkampfwaffen. Where Winds Meet. Der Krieger im PC-exklusiven Where Winds Meet ist das Allzweckmesser unter den Open-World-Helden. Er flitzt wie Jesus übers Wasser, segelt durch die Luft und nimmt es mit dem Schwert in der Hand sogar gegen sensenschwingende Feindinnen auf. Das erinnert an Sekiro und Ghost of Tsushima, nur dass ihr euch hier im antiken China und nicht in Japan befindet. Neben Schwert und Bogen setzt ihr außerdem Magie und traditionelle chinesische Kampfkünste wie Kung Fu ein. Außerdem wird es ein Berufssystem geben, das euch immer wieder neue Quests eröffnet. Redfall. Im Koop-Shooter Redfall fällt eine Horde Vampire über die kleine Insel Redfall in Massachusetts her. Der neue Titel der Dishonored-Macher schickt euch allein oder mit bis zu 3 Freunden in den Kampf gegen die Blutsauger. Dabei vertraut ihr nicht nur auf ein breites Waffenarsenal, sondern nutzt auch übernatürliche Kräfte wie Telekinese oder einen Geisterraben, der für euch kämpft. Laut Entwickler ist die Welt übrigens in 2 verschiedene Open-World-Gebiete aufgeteilt. Atomic Heart. Nach etlichen Verschiebungen muss der Ego-Shooter Atomic Heart im Februar endlich beweisen, ob er den eindrucksvollen Trailern der letzten Jahre wirklich gerecht wird. In einer Welt voller ausgeflippter Mutanten und noch ausgeflippterer Maschinen müsst ihr als KGB-Agent in einer alternativen Zeitlinie die Roboter-Rebellion aufhalten und die Maschinen mit heißem Blei durchlöchern. Oder ihr setzt Gegner mit Schwerkraftangriffen, Vereisung und anderen Spezialangriffen außer Gefecht. Final Fantasy 16. Freunde römischer Ziffern, aufgepasst! Final Fantasy startet in seinen 16. Teil. Der spielt nach dem modernen Szenario des Vorgängers nun wieder in einer mittelalterlichen Welt namens Valestea. Hier ist Krieg ausgebrochen, nachdem eine mysteriöse Fäulnis über das Land zieht. Die Geschichte dreht sich vor allem um die sogenannten Domini. Auserwählte Personen, die die Macht der klassischen Final Fantasy Esper-Geister kontrollieren. Teils werden diese wie Adlige geehrt, teils nutzt man sie als Kriegswaffen aus. Statt einer zusammenhängenden Open World gibt es bei Final Fantasy 16 aber eher große Levelgebiete. Vielleicht läuft das ähnlich wie in Pokémon Legenden Arceus, wo die Areale mit Ladezeiten voneinander getrennt waren? Wir werden sehen.
Forspoken. Die junge Frey Holland will gerade mit ihrer Katze New York verlassen, da wird sie plötzlich in ein magisches Portal gesaugt. Bewaffnet mit einem sprechenden Armreif und der Macht, die Elemente zu bändigen, tritt sie nun in der Fantasy-Welt von Althea gegen böse Hexen an, die das Land unterjochen. Square Enix' kommendes Open-World-Abenteuer nutzt die Luminous Engine, bekannt aus Final Fantasy XV, und soll nicht nur viel Action mit magischen Angriffen bieten, sondern auch eine spannende Geschichte erzählen. Dafür war als Autor unter anderem Gary Witter beteiligt, der an der Story von Telltale's The Walking Dead mitgeschrieben hat. Honor of Kings World. Honor of Kings ist ein MOBA für Android und iOS und einer der erfolgreichsten Handy-Titel in China. Die Umsetzung für den westlichen Markt kennt ihr vielleicht unter dem Namen Arena of Valor. Nun soll das Spiel einen großen Action-Rollenspiel-Ableger bekommen, für welche Plattform wissen wir aktuell noch nicht. Honor of Kings World sieht im ersten Trailer wie eine Mischung aus Monster Hunter und Zelda Breath of the Wild aus. An der Story schreibt unter anderem der Autor Shishin Liu mit, der für seinen Roman Die drei Sonnen den renommierten Hugo Award gewann. Avatar – Frontiers of Pandora. Ubisofts Action-Adventure Avatar – Frontiers of Pandora sollte ursprünglich mal zeitgleich zum neuen Avatar-Film erscheinen. Doch nach einer turbulenten Entwicklungsgeschichte verschob sich der Release aufs Jahr 2023 oder vielleicht sogar 2024. In diesem First-Person-Abenteuer spielt ihr einen der blauen Riesen vom Stamm der Na'vi und wagt euch in die gefährliche Wildnis von Pandora. Ihr trefft hier beeindruckende Wesen, legt euch mit menschlichen Streitkräften an und erlebt eine völlig neue Geschichte, losgelöst vom Film. Sons of the Forest. Das kleine Survival-Open-World-Spiel The Forest war ein echter Überraschungshit. Diesen Erfolg wollen die Entwickler nun mit Sons of the Forest fortsetzen. In dem neuen Spiel stürzt ihr diesmal aber nicht mit dem Flugzeug ab, sondern sucht gezielt einen Milliardär, der auf einer kannibalenbesetzten Insel verschollen ging. Wieder müsst ihr euch alleine oder im Koop Waffen herstellen und einen Unterschlupf bauen. Weit mehr als im Vorgänger rückt diesmal aber der Kampf gegen übernatürliche Monster in den Fokus. So gibt es Schlangenmutanten und eine Art Kannibalenblob, der euch mit Babys beschießt. Flintlock – The Siege of Dawn. In Flintlock – The Siege of Dawn haben gigantische Urzeitgötter die Erde überrannt und halten die größte Stadt der Menschen fest belagert. Aber nicht mehr lange, wenn es nach Nor'Vanek und ihrem sprechenden Wolpertinger Enki geht. Die beiden treten gegen die Götter an, mit Axt, Magie und Pistole. Dabei reiht ihr Angriffe in stylischen Kombos aneinander, levelt auf und bekämpft Untote. Auch wenn Flintlock spielerisch auf ein Souls-like-Konzept setzt, will es doch einsteigerfreundlicher sein. Deshalb gibt es wählbare Schwierigkeitsgrade und andere Erleichterungen. Nightingale. Crafting steht im Mittelpunkt der offenen Welt von Nightingale. Im Survival-Spiel erkundet ihr im Koop oder Solo eine Vielzahl fantastischer Orte, die ihr durch Portale erreicht. Baut, kämpft und navigiert euch durch ein Netzwerk aus Dimensionsportalen, um die magische Stadt Nightingale zu finden, die letzte Bastion der Menschheit. Mit selbstgemachten Werkzeugen sammelt ihr Pflanzen und Erze, aus denen ihr neue Ausrüstung und Waffen herstellt. Außerdem errichtet ihr Gebäude und ganze Siedlungen, um euch vor den Monstern in Sicherheit zu bringen, die im Portalnetzwerk lauern. Stalker 2 – Heart of Chernobyl. Nach über einer Dekade Entwicklungszeit soll Stalker 2 – Heart of Chernobyl Ende nächsten Jahres endlich erscheinen. Die lange erwartete Fortsetzung des Schleich-Ego-Shooters schickt euch erneut in die fiktive Version der verstrahlten Sperrzone um das explodierte Atomkraftwerk Chernobyl. Hier trefft ihr auf gewaltbereite Mutanten und eigenartige Anomalien. Als Stalker sucht ihr nach verschollenen Artefakten und erledigt Quests für die verschiedenen Fraktionen der Zone. In einer Open World, die ganze 64 Quadratkilometer groß sein soll, erlebt ihr eine nichtlineare Geschichte und wählt aus über 30 Waffentypen, die euch das Überleben im Kampf hoffentlich erleichtern. Diablo 4 – Open World in Diablo? Ja, das soll der Kniff des kommenden vierten Hauptteils von Blizzards erfolgreicher Hack-and-Slay-Reihe sein. Diablo 4 wird nach dem Comic-Look seines Vorgängers nun auch wieder düsterer und das neue Kampfsystem verschiebt seinen Fokus mehr in Richtung Skills.
Storytechnisch kämpft euer selbst erstellter Held diesmal gegen Lilith, die Mutter der Dämonen. Die will die Spielwelt Sanctuario nach Jahren der Verbannung nun ins Unheil stürzen. Suicide Squad – Kill the Justice League. Nach Batman Gotham Knight kehrt Rocksteady 2023 endlich in die eigene Version ihres DC-Erzähluniversums zurück. Statt nach Gotham City geht's diesmal allerdings nach Metropolis. Und ihr spielt auch keine klassischen Helden mehr, sondern steuert die zwangsverpflichteten Schurken des Suicide Squad. In Kill the Justice League sind Batman, Superman und Co. nämlich böse geworden und so müssen Harley Quinn und ihre drei Mitstreiter für Gerechtigkeit sorgen. Dabei bringt jede Figur natürlich ihren ganz eigenen Kampfstil mit und ihr könnt das ganze Abenteuer auch im Koop erleben. Ark 2 – Third-Person-Perspektive, Souls-like-Kampfsystem und eine Story mit Vin Diesel in der Hauptrolle? Ja, für Teil 2 hat die Dino Open World Ark ihr Spielkonzept ordentlich aufgebohrt. Statt reiner Sandbox schlägt der neue Teil mehr in Richtung Rollenspiel. Im Mittelpunkt steht eine epische Geschichte über einen Vater, der seine Tochter schützen will. Der von Vin Diesel gespielte Held Santiago da Costa tauchte ja auch schon im Genesis DLC zu Ark 1 auf. Nun übernimmt er die Hauptrolle. Fans des Originals müssen aber nicht verzagen, denn trotz neuer Geschichte bleibt Ark 2 ein Multiplayer-Spiel. Neben den Dinosauriern gibt es dazu nun auch einen neuen Stamm menschlicher Feinde. The Day Before. Auch wenn uns die Corona-Pandemie immer noch zu schaffen macht, wir können von Glück sagen, dass wir es nicht mit der Seuche aus The Day Before zu tun haben. Die verwandelt Menschen nämlich in fleischfressende Monster, die die einstigen Metropolen überrennen. Ihr spielt in diesem Survival-MMO einen Überlebenden und durchsucht Fahrzeuge sowie Häuser nach Ressourcen. Infizierte und andere Spieler bekämpft ihr dabei mit einer Vielzahl an Waffen und plant in den verbliebenen überlebenden Kolonien eure nächsten Schritte. Skull and Bones. Aus der Idee, die Schiffskämpfe aus Assassin's Creed Black Flag zu einem eigenen Spiel auszubauen, wurde für Ubisoft Singapur eine nun fast schon 10 Jahre andauernde Entwicklungsodyssee. Doch 2023 soll der Open-World-Piratensimulator Skull and Bones nun endlich erscheinen. Ihr stellt hier euren eigenen Seeräuber oder eure Seeräuberin und geht in der Third-Person-Ansicht auf Kaperfahrt. Dabei messt ihr euch mit den Schiffen anderer Spieler. Kritik gab es zuletzt, weil die Piratensim viele Mechaniken leider nur mit schnöden Fortschrittsbalken darstellt und womöglich zu wenig aus der Idee herausholt, um langfristig für Abwechslung zu sorgen. Ravenbound. Ravenbound verknüpft Open World mit Permadeath und Roguelite-Elementen. Eure mythisch angehauchte Spielfigur legt sich hier mit Horden an Monstern an, die allesamt von schwedischer Folklore inspiriert sind. Als Hülle lebt ihr hier viele Leben und werdet mit jedem Troll und Gnom, den ihr zurückschlagt, stärker. Denn mit der Zeit schaltet ihr neue Karten frei, die euch buffen, sodass ihr bei jedem neuen Run mehr aushaltet als zuvor. Doch Vorsicht! Auch die Open World ändert sich ständig. The Awakener – Risen. Im Action-RPG The Awakener – Risen vom chinesischen Indie-Entwickler Tenna Games herrscht ein immerwährender Krieg zwischen Menschen und Dämonen. Und ihr seid als Kriegerin, Bogenschütze oder Magierin mittendrin und kämpft gegen unheimliche Monster und Drachen. In einem mittelalterlichen Fantasy-Europa erkundet ihr eine offene Welt, die ihr auf Wunsch sogar per Luftschiff bereist. Earthlock 2. Earthlock vom norwegischen Studio Snowcastle Games war 2016 eine Retro-Liebeserklärung an die Japano-Rollenspiele der 16- und 32-Bit-Ära. Die Fortsetzung knüpft da an, wo der Erstling aufgehört hat und spielt erneut auf dem Planeten Umbra. Der dreht sich aber leider nicht mehr, so dass nun die eine Seite in ständiger Dunkelheit liegt, während die andere permanent von der Sonne beschienen wird. Earthlock 2 spielt im Übergang dieser beiden Hälften und setzt nun auf ein Open-World-Konzept. Hier spielt ihr eine Freundesgruppe, die ihre verschollene Familie wiedersucht. Erschien der erste Teil neben PC, PlayStation und Xbox auch noch auf der Switch, ist eine Umsetzung für Nintendos Hybrid-Handheld diesmal leider unwahrscheinlich. Chrono Odyssey. Das koreanische MMO Chrono Odyssey begeistert mit beeindruckend realistischer Grafik und einem interessanten Sci-Fi-Fantasy-Setting. Ihr seid ein Mitglied der Spezialeinheit Hydra Igen und führt einen Krieg gegen die Götter.
Im Trailer sieht man riesige Schlachten und Kämpfe gegen gehörnte Monster, die wohl den Schwerpunkt des Spiels darstellen. 12 verschiedene Götter gilt es zu bezwingen. Den Soundtrack liefert Chris Velasco, der auch schon Musik für God of War, Resident Evil 7 und Bloodborne komponiert hat. Test Drive Unlimited – Solar Crown. Test Drive Unlimited – Solar Crown ist der mittlerweile 21. Serienteil der langlebigen Rennspielreihe, die sogar noch vor Need for Speed begann. Das neue Spiel wird von den bisherigen WRC-Machern bei KT Racing entwickelt und führt euch nach Hongkong, das laut offizieller Beschreibung im Maßstab 1:1 nachgebaut wurde. Freut euch auf lizenzierte Wagen von Ferrari, Lamborghini und Porsche und tut euren Liebling nach Herzenslust. Wir sind gespannt, ob KT der Reboot gelingt, denn sonderlich viel Gameplay gab es bisher nicht zu sehen. Final Fantasy VII Rebirth. Der zweite Teil der Final Fantasy VII Remake-Trilogie, Final Fantasy VII Rebirth, ist für 2023 geplant. In der Fortsetzung verlasst ihr endlich Midgar und erkundet die große Weltkarte. Dabei bietet die Fortsetzung genau wie der erste Remake-Teil auch einige Überraschungen für Kenner des Originals. Bis es soweit ist, müsst ihr euch noch etwas gedulden, denn vor dem Winter 2023 wird es nichts mit dem zunächst PS5-exklusiven Nachfolger. The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom. Eines der heiß erwartetsten Open-World-Games des neuen Jahres wird definitiv die Fortsetzung von Legend of Zelda – Breath of the Wild. Tears of the Kingdom lässt euch nun auch den Himmel über Hyrule erkunden und nun, viel mehr ist über den Nachfolger aktuell noch nicht wirklich bekannt. Im Trailer gibt es fliegende Inseln und eine mysteriöse maskierte Gestalt. Kehren am Ende gar die Masken aus Majora's Mask zurück? Outcast 2 – A New Beginning. Über 20 Jahre nach dem Release vom ersten Outcast geht es 2023 zurück nach Adelpha. Als Cutter Slade sollen wir in dem neuen Open-World-Spiel gegen eine Roboter-Invasion kämpfen, die den Planeten ausbeutet. Dabei erkunden wir diesmal tatsächlich eine zusammenhängende Welt mit einem verbesserten Jetpack und sogar einem Wingsuit, um den Bewohnern der verschiedenen Siedlungen unter die Arme zu greifen. Damit Outcast 2 dann auch nahtlos an den Vorgänger anschließen kann, sind auch Entwickler aus dem Originalteam beim neuen Spiel dabei. That's more like it. Everywhere. Futuristische Städte. Unberührte Natur, ein episch seiernder Chor, Offroad-Fahrzeuge und Schießereien mit abgespaceden Waffen. Seinem Trailer nach könnte Everywhere auch so gut wie Everything werden. Doch als Open-World-Spiel macht es trotzdem neugierig, denn entwickelt wird Everywhere von Ex-Rockstar-Leuten beim neuen Studio von Leslie Benzies. Der war immerhin über 13 Jahre lang Lead-Entwickler für GTA und setzt sich große Ziele. Everywhere soll die Grenzen zwischen der echten und der simulierten Welt verwischen. Was das genau heißen soll, erfahren wir wohl im nächsten Jahr. Und mit diesem Alleskönner der Open Worlds beschließen wir unsere Liste. War etwas für euch dabei? Auf welche offenen Welten freut ihr euch 2023? Sagt es uns in den Kommentaren.